Willkommen zum zweiten Teil unserer unorthodoxen OS 3.9 Installation. Und bevor wir weitermachen, möchte ich eine Frage beantworten, welche ich nach der letzten Folge ein paar Mal gestellt bekommen habe. Muss ich diesen Vorgang mit DiskPart wirklich machen? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Wenn ihr beim Einrichten eurer Compact Flash Karte unter WinUAE mittels der HD Toolbox beim Abspeichern folgende Fehlermeldung von WinUAE erhaltet, dann kann euch DiskPart hier Abhilfe schaffen. Wenn ihr diese Fehlermeldung nicht bekommt, dann schenkt euch den ganzen DiskPart-Part und freut euch, dann könnt ihr euch das Ganze sparen. Aber jetzt machen wir weiter. In der letzten Folge sind wir dort stehen geblieben, dass wir uns eine universell einsetzbare Compact Flash Karte eingerichtet haben, welche sich dem Amiga gegenüber als bootbare Notfall-Startdiskette des OS 3.9 ausgibt und praktischerweise gleich noch den kompletten OS 3.9 Installationssatz mit an Bord hat. Daneben haben wir uns noch das SFS, das Smart File System, sowie das Windows-kompatible Dateisystem FAT95 mit auf die Compact Flash-Karte draufgeschmissen. Natürlich könnt ihr euch da auch gleich das mit drauflegen, was ihr bei einer Installation von OS 3.9 gleich mit dabei haben möchtet, zum Beispiel die Boeing Bags 1 und 2, welche man beispielsweise braucht, wenn man die Classic Workbench der OS 3.9 irgendwann mal hinzufügen möchte. Ihr könnt natürlich auch WHD-Load direkt mit drauf machen und eure komplette Spielesammlung, eure Anwendungen, eure Benchmark-Programme, was auch immer, das obliegt einzig und allein eure Kreativität. In unserem Amiga 4000 hier haben wir in der letzten Folge eine mechanische Festplatte eingebaut. Diese ist auf Master gejumpert und hängt am internen IDE-Bus, genauso wie der auf Slave gejumperte Compact Flash auf IDE-Adapter. Auf der Festplatte ist noch nichts Brauchbares drauf und wir wollen nun als erstes mal das ausprobieren, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir stecken unsere OS 3.9 Compact Flash Karte in den Adapter und starten den Amiga 4000. Und gleich wieder Standbild, denn das, was ihr eben gesehen habt, das ist ein gutes Indiz dafür, dass wir es tatsächlich mit OS 3.9 zu tun haben. Anhand des Startbildschirms des hier eingebauten Indivision AGA können wir sehr schön erkennen, dass nach dem Einschalten zuerst das auf der Platine verbaute Kickstart-ROM geladen wird. In diesem Fall ist es eine Version 3.1. Nachdem der Amiga dies geladen hat, greift er auf ein bootbares Medium zu. In diesem Falle ist es natürlich unsere OS 3.9 Compact Flash Karte. Und diese verpasst ihm erstmal ein ROM Replacement, nämlich eben das OS 3.9, und sagt ihm: So, mein Freund, und jetzt machst du erstmal einen Reset und lädst das OS 3.9. Und deswegen sehen wir dann erneut den Startbildschirm des Indivision. In einem normalen Amiga ist ein solcher ja nicht eingebaut. Ihr würdet es dort bestenfalls merken, dass der Startvorgang ein kleines bisschen länger dauert, beziehungsweise könnt ihr es daran hören, dass sich das interne Diskettenlaufwerk einmal kurz verschluckt. Das ist aber vollkommen normal und wie gesagt ein gutes Indiz dafür, dass wir tatsächlich OS 3.9 laden. So, und diese Fehlermeldung hier könnt ihr getrost mit Abort wegklicken. Das ist noch ein Gruß aus der Einrichtung von WinUAE. Habe ich leider jetzt nicht weggekriegt, aber ihr müsst euch darüber nicht weiter Gedanken machen. Wenn ihr diese Fehlermeldung seht, dann verflucht mich einfach mal kurz im Geiste, klickt sie weg und macht einfach weiter. Und wenn das, was ihr dann präsentiert kommt, so aussieht wie das hier, dann sagt euch das Hintergrundbild bereits, dass wir wohl ganz offensichtlich einen Notfallstart durchgeführt haben. Ja, und Wunder, Wunder, genau das wollten wir ja auch. Unsere Compact Flash Karte tut so, als wäre sie die Notfallstartdiskette des OS 3.9. Soweit, so gut, so universell einsetzbar. Machen wir jetzt direkt weiter mit der Installation des Smart File Systems. Dieses haben wir uns ja auf die Compact Flash Karte kopiert. Damit wir das sehen können, lassen wir uns alle Dateien anzeigen. Und hier haben wir unser Smart File System. Um dieses nun nutzen zu können auf unserer internen Festplatte, öffnen wir die HD Toolbox. Und hier bekommen wir nun unter dem SCSI Device, welches ja der Amiga 4000 für seinen IDE-Bus benutzt, unsere beiden Laufwerke angezeigt, die Compact Flash-Karte, von der wir gestartet haben, und darüber als Unit 0 die Seagate-Festplatte.
Wir sagen Festplatte installieren. Zur Sicherheit sollte man das durchführen. Ich habe hier vorher schon ein paar andere Experimente damit gemacht. Damit wird sie ordentlich vorbereitet. Jetzt können wir sagen Lese-Konfiguration und installieren. Und nun kann es weitergehen mit der Partitionierung der Festplatte. Ja, das hier sind Überbleibsel von meinen vorherigen Versuchen. Ich möchte nur eine einzige Partition auf der Festplatte haben, zunächst zumindest, also schmeiße ich alle anderen Partitionen raus und wähle die erste Partition. Die hat 1,7 GB und sie soll heißen ganz klassisch DH0. Noch wird vorgeschlagen, das International FFS-Dateisystem zu verwenden. Das möchten wir nicht. Wir sagen hinzufügen, updaten. Und wählen nun den Button Dateisystem hinzufügen. Wir haben auf unserer Compact-Flash-Karte namens AmigaOS 3.9 das Smart-File-System liegen. Also müssen wir es jetzt hier nur suchen. Da haben wir es. Laden. Und dann steht es hier drin. Die Kennung wird vorgeschlagen mit 0x4 und so weiter. Ich ändere es gerne auf 0x5, 3465300. Das hat einfach nur damit zu tun, wie das Dateisystem im Folgenden angezeigt wird. Mit der 4 nach dem 0x steht da ein CFS. Ich möchte da aber gerne ein SFS stehen haben. Das sehen wir hier im Dropdown-Menü. SFS 00. Ändert aber nichts an der Funktion des Ganzen, ob da jetzt CFS oder SFS steht. Das ist wurscht. Wichtig sind folgende Einstellungen. Für IDE-Laufwerke wird empfohlen, eine Maske von 0x7 und danach 7 Fs einzusetzen, sowie eine Max Transfer Rate von 0x1FFFE. Nach den Eingaben wieder nicht vergessen, einmal auf Return zu drücken. Die Blockgröße des Dateisystems stellen wir auf 512 und den Rest können wir hier so lassen, wie es ist. Klicken einfach auf OK und bestätigen damit die Einstellungen. Das wär's soweit. Wir sagen Speichern. Und wir klicken nun auf Beenden. Unsere Einstellungen sind soweit erledigt. Wir klicken auf Beenden. Der Amiga möchte nun einen Neustart durchführen, um das Laufwerk ins System einbinden zu können. Bitteschön, tun wir das doch. Natürlich startet der Amiga nach wie vor von der eingelegten Compact-Flash-Karte. Es ist immer noch das einzige bootbare Laufwerk im System. Und wir sehen hier DH0 unformatiert. Das ist unsere Festplatte. Um sie zu formatieren, markieren wir sie mit einem Linksklick, gehen dann per Rechtsklick auf Disk formatieren und hier sehen wir, Fast-File-System ist ausgegraut. Ja, das ist ganz klar, wo ein Smart-File-System drauf ist, kann kein Fast-File-System sein. Entsprechend können wir es nicht auswählen. Neuer Datenträgername, System, kann jeder so machen, wie er will. Ich nenne das Ding gerne System, dort wo die Workbench dann drauf kommt. Formatieren, formatieren. Schnellformat reicht absolut. Und wir haben ganz schnell, ganz einfach die Einrichtung einer Festplattenpartition mit dem Smart-File-System durchgeführt. Und das war die Smart-File-System-Installation an und für sich doch nun wirklich kein großes Problem. Aus den Glaubenskriegen allerdings, welches Dateisystem, FFS, SFS oder das Professional-File-System, das PFS, denn nun das bessere ist, da halte ich mich mal gediegen heraus, zumal ich zum PFS noch überhaupt nichts sagen kann, habe mich bis jetzt nicht damit beschäftigt. Mit FFS, sage ich euch ganz ehrlich, bin ich bis jetzt immer gut gefahren. SFS wollte ich jetzt einfach mal installiert haben. Ja klar, natürlich, es hat gewisse Vorteile. Beim Kopieren oder auch beim Suchen von Dateien merkt man schon einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs im Gegensatz zu FFS. Aber die eierlegende Wollmilchsau ist es allemal nicht. Ich wollte euch nur gezeigt haben, dass die Installation eines alternativen Dateisystems kein wirkliches Problem darstellt.
In der SFS Package, welche ihr euch vom Aminet herunterladen könnt, stecken noch viel mehr zusätzliche Programme zum SFS, zum Beispiel ein passendes Defragmentierungsprogramm. Das könnt ihr euch alles gerne selbst anschauen. Ich werde es nicht machen. Ich bin ein festgefahrener FFS-User. Das ganze andere Zeug brauche ich nicht. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem wichtigsten der ganzen Angelegenheit überhaupt. Ob nun SFS, PFS oder FFS, ganz egal. Jetzt installieren wir OS 3.9 auf unserer internen Festplatte. Und das ist nun wirklich der einfachste Vorgang von allen. Geht auf die Compact Flash Karte, hier in das Verzeichnis OS Version 3.9 und mit einem Doppelklick auf OS 3.9 Installation starten wir die Installationsroutine von OS 3.9. Im Auswahlmenü wollen wir natürlich keine Notfalldiskette mehr erstellen, das haben wir ja schon gemacht. Wir wählen den dritten Punkt aus, OS 3.9 Vollinstallation über OS 3.0 wollen wir nicht, leere HD haben wir, also auswählen und weiter. Nochmal weiter. Natürlich akzeptieren wir die Lizenzbedingungen, sonst geht's ja nicht. Nochmal weiter. Und jetzt legen wir fest, dass das Ganze auf unserer DH0 Festplatte installiert werden soll. Weiter. Selbstverständlich auf Deutsch. Printer erstmal keine. Tastaturbelegung natürlich auch auf Deutsch. Die Hintergrundgrafiken, Presets, Schublade, bla bla bla. Natürlich volle Dröhnung, das volle Programm wollen wir haben. Und jetzt rennt die Installation los. Und ich kürze die Sache mal wieder ein bisschen ab. Sie starten von der Notinstallation. Wir wollen die CD-ROM und Grafiktreiber mit installieren. Tun wir das nicht, müssen wir nachher jede Menge händisch machen. Eine Kleinigkeit verbleibt jetzt noch händisch, aber das kriegen wir in den Griff. Jetzt sollen wir einen Neustart machen, aber nein, kleinen Moment noch. Erstmal wollen wir unsere interne Festplatte bootbar machen. Zum Glück haben wir ja mit dem Amiga Multitasking. Also gehen wir in die HD-Toolbox, öffnen das SCSI-Device und sagen hier nun, dass unsere Compact Flash Karte nicht länger bootbar sein soll, denn von der wollen wir ja nicht booten. Und wir wählen unsere interne Festplatte aus und setzen hier nun ein Häkchen bei bootbar, denn von der wollen wir ja jetzt booten. Natürlich könnte man auch einfach die Compact Flash Karte rausziehen, aber wir lassen sie jetzt erstmal drin. Und jetzt sagen wir der netten Dame von Hag & Partner weiter. Amiga Neustart. Und es dauert schon verdächtig lange, denn das OS 3.9, so ein bisschen was muss ja da geladen werden. Und da ist es ganz normal, dass der Start etwas länger dauert. Und siehe da, Amiga OS 3.9 Installation fast abgeschlossen. Da haben wir die Startleiste. Und der Hintergrund, get boinked, Amiga OS 3.9, kein Notfalldiskettenstart mehr. Nein, das ist das echte Ding. Was wir jetzt noch sehen, ist hier das Piktogramm für das CD-ROM-Laufwerk, welches wir vorhin mit installiert haben. Da wir kein CD-ROM-Laufwerk haben, schmeißen wir es raus. Wir gehen in Devs und DOS Drives und hier finden wir die Emergency CD. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht länger. Gut aufgehoben ist das Ding unter Storage, DOS Drives, weg ist es, wird uns nicht wieder belästigen. Das war jetzt die geschmeidigere Wahl zwischen Pest und Cholera, denn hätten wir vorhin gesagt bei der Frage, ob wir die CD- und Grafikinstallation nicht mitmachen wollen, ja, dann hätten wir zwar das Piktogramm der CD nicht gekriegt, aber dafür hätten wir sämtliche Grafikeinstellungen von Hand machen müssen. Hier setze ich jetzt lediglich die dargestellten Farben mal auf 128 Farben hoch, damit das Hintergrundbild so richtig schön zur Geltung kommt. Ha, da ist es. Es erstrahlt in vollen 128 Farben. Schick. Aber jetzt als nächstes der finale Funktionscheck. Wir schalten den Amiga aus und entfernen die Compact Flash Karte, welche wir zur Installation genutzt haben. Und schalten den Amiga wieder ein. Startvorgang des Amiga 4000 betrieben mit einer A3640 Turbokarte
eine 68040er CPU mit 25 MHz getaktet. Wir haben 2 MB ChipMem on board sowie 16 MB FastRAM ebenfalls on board. Und der Autofokus meiner Kamera zeigt, was er kann, nämlich nix. Und bitteschön, da hätten wir es. Installation von Amiga OS 3.9. Ich hätte mal gesagt, abgeschlossen. Jetzt ist das Hintergrundbild da. Schön, oder? Herrlich! Wir haben vorhin auf der Compact Flash Karte in der HD Toolbox das Häkchen bei Bootbar herausgenommen. Das solltet ihr jetzt wieder setzen. Ansonsten ist die Karte eben nicht bootbar und ihr könnt sie nicht so einfach als Notfallstartdiskette einsetzen. Der rein optische Unterschied zwischen der alten Workbench 3.1 und dem OS 3.9 fällt natürlich ganz krass aus. Wir haben wunderschöne Piktogramme und das Ganze wirkt deutlich frischer und moderner als das alte Grau in Grau der Workbench 3.1. OS 3.9 kommt mit nützlichen Programmen einher, zum Beispiel dem Nachfolger des guten alten Ed, einem Edit-Pad. Und wir haben auch mit UnArch ein bereits installiertes Entpackprogramm, welches beispielsweise LHA oder ZIP-Archive entpacken kann. Äußerst nützlich, wenn man das nicht nachinstallieren muss. Mit dem Tool MultiView, na, der Name ist eigentlich Programm, lassen sich verschiedenartige Multimedia-Dateien wiedergeben. Eine der einfachsten Übungen ist es natürlich, einfach ein Bild anzuzeigen. Ich lade hier jetzt mal ein IFF. Aber das ist nicht das Einzige, was dieses Tool zu leisten vermag. Es kann auch Sounds wiedergeben und davon gibt es auch einige, die bereits mit OS 3.9 installiert werden. Ja, der springende Punkt. Der Amplifier ist, und ich hoffe, ich errede jetzt keinen Blödsinn, eine Portierung des vom Windows PC bekannten Winamp. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein MP3-fähiger Player. Von der Optik her erinnert er sehr stark an den Winamp-Player. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Das Ganze kommt einher mit einer schönen Playlist-Anordnung und auch rein optisch zeigt sich dieser Player wirklich von seiner besten Seite. So, okay, genug von meiner Lieblingsfernsehserie. Dann haben wir da noch Action. Der Action ist ein Movie Player für AVI, MOV und QuickTime Videos. Je nachdem, über welche Rechenpower euer Amiga verfügt, kann er hier mehr oder weniger flüssig diese Videos wiedergeben. Den Film, den wir hier übrigens sehen, ein Trailer von Jurassic Park, der ist auf der OS 3.9 CD neben anderen Videos mit enthalten. Neben diesen bereits in der Startleiste vordefinierten Programmen finden wir unter System auch noch andere Tools, zum Beispiel unter den Utilities, die althergebrachte, aus Workbench 1 Zeit bereits bekannte Uhr, aber auch hier gibt es eine Nachfolge, die Workbench Clock, ganz futuristisch in Amiga-Sachen gesprochen, mit einem transparenten Hintergrund und wir können hier viele Einstellungen von Hand vornehmen. Ist natürlich etwas für Spielkinder, aber es zeigt mir einer den Amiga-Workbench-User, der nicht ein echtes Spielkind ist. Zum ersten Mal haben wir eine Uhr, die wir mit Sounds ausstatten können. Wir können zum Beispiel zur vollen Stunde ein komplettes Glockengeläut läuten lassen.
Nun gut, okay, wer es braucht. Also im Großen und Ganzen sollte schon klar sein, wo die hauptsächlichen Unterschiede liegen zwischen der alten Workbench 3.1 und dem, ich will nicht sagen modernen, aber immerhin neuesten, was es für den klassischen Amiga offiziell gegeben hat, OS 3.9. Ich zumindest arbeite und spiele sehr gerne damit. Das letzte Thema für die heutige Folge heißt FAT95 und hiermit ertüchtigen wir unseren Amiga dazu, Datenträger lesen zu können, die mit dem unter anderem Windows-kompatiblen FAT-Dateisystem eingerichtet worden sind. Der Anwendungszweck hierfür liegt auf der Hand, Stichwort Datenaustausch. Von Haus aus kann der Amiga die Datenträger erkennen, dessen Dateisystem er im ROM gespeichert hat. Wir haben hier unsere 1024 MB große Compact-Flash-Karte, die wir soeben mit dem OS 3.9 eingerichtet haben. Deren Dateisystem ist FFS und entsprechend kann der Amiga davon direkt booten. Diese Compact-Flash-Karte hier ist euch möglicherweise noch aus der ACA 500-Folge bekannt. Sie ist mit dem Dateisystem FAT eingerichtet worden. Die ACA 500 Turbo-Karte für den Amiga 500 hat bereits das FAT-Dateisystem mit im ROM integriert und bietet uns daher in Sachen Datenaustausch allerhöchsten Komfort. Bei Amigas und Hardware, bei denen dies nicht der Fall ist, führen wir folgende Schritte aus. Das FAT95 LHA Package haben wir uns ja bereits zuvor aus dem Aminet heruntergeladen und auf unserer eingerichteten Amiga OS 3.9 Compact Flash Karte mit gespeichert. Um dieses sehen zu können, müssen wir uns wieder alle Dateien anzeigen lassen und dank dem OS 3.9 haben wir ja jetzt UnArc, also unseren Entpacker, direkt mit an Bord, sodass wir mit einem einfachen Doppelklick das Package jetzt entzippen können. Ich schmeiß das Ganze jetzt einfach mal ins RAM-Verzeichnis hinein, das geht schön schnell. Und ihr seht beim Entpacken schon, dass jede Menge Material mit dabei ist. Für unseren Anwendungsfall brauchen wir aber, und das ist mal wieder der Witz, gerade eine einzige Datei. Und das ist die, die sich FAT95 nennt. Schauen wir jetzt in die entpackten Dateien und wir sehen gleich, das Ding ist international, jede Menge Sprachen. Wir nehmen natürlich Deutsch. Und in diesem Verzeichnis findet ihr die Datei Lies mich auch und die wird nachher noch wichtig sein. Ich habe sie erstmal studieren müssen, aber jetzt klicken wir erstmal doppelt auf Install FAT95 und ja, es tut sich nichts. Das ist ein bisschen schlecht. Man bekommt nicht wirklich ein Feedback, ob hier jetzt was passiert ist oder nicht. Es geht kein Fenster auf, gar nichts. Wir können aber prüfen, ob die Installation funktioniert hat, indem wir in dem Workbench-Systemverzeichnis im versteckten Ordner L nachschauen, ob hier FAT95 angekommen ist und da sehen wir es in direkter Nachbarschaft zum Fast-File-System. Also im Ordner L in unserem Systemverzeichnis muss die Datei FAT95 liegen. Ja, diesen Vorgang, den hätte man per Copy und Paste gerade auch noch so ohne Installationsroutine hingekriegt. Als nächstes kommen wir zur besagten Lies mich auch Datei. Dies ist wirklich eine ganz wunderbare, auf Deutsch geschriebene Dokumentation und Bedienungsanleitung zum FAT95 Installationsvorgang und hauptsächlich zum Erstellen der notwendigen Mountlist. Denn mit der Mountlist sagen wir dem Amiga erst, dass er das Dateisystem FAT95 benutzen soll, in welcher Art und Weise er dies tun soll und an welchem Anschluss er das Ganze machen soll. Ich habe mich hieran entlang gehangelt, denn ich war in Sachen FAT95 total unbeleckt gewesen und ich muss sagen, es hat auf Anhieb funktioniert. Besagte Mountlist ist eine einfache Textdatei. Diese wird gespeichert im Systemverzeichnis unter Devs und DOS Drivers. Wenn ihr euch daran erinnert, hier war vorhin noch die Emergency CD drinne. Das war nichts anderes wie die Mountlist für das CD-ROM-Laufwerk. Wir öffnen jetzt unseren Editor EditPad und erstellen die Mountlist für FAT95. Im Einzelnen möchte ich auf diese Punkte nun nicht eingehen, denn ich muss leider zugeben, dass ich nicht wirklich alles verstanden habe, was ich hier aufgeschrieben habe. Klar, das Filesystem liegt in LFAT95, das benutzte Device ist SCSI-Device und Unit 1 bedeutet, dass es der Slave sein soll, das ist dort, wo unser
Compact Flash auf IDE Adapter angeschlossen ist. Die Einstellungen Max Transfer und Mask sind uns ebenfalls bekannt aus der HD Toolbox heraus noch, sowie die Bezeichnung DOS Type und Block Size. Speichern wir das Ganze jetzt ab in besagtem Verzeichnis Devs DOS Drivers und nennen wir das Ding FAT95. Mit einem einfachen Doppelklick auf diese Datei mounten wir nun das FAT-Dateisystem. Da wir aber noch keinen Datenträger im Amiga haben, der das FAT-System benutzt, sehen wir entsprechend auch nichts. Diesen Doppelklick, den müsst ihr nicht machen, denn bei jedem Neustart schaut das OS selbsttätig in diesen Ordner DOS Drivers und mountet alle darin vorhandenen Mountlists. Wir entfernen also jetzt unsere FFS eingerichtete OS39 Compact Flash Karte und ersetzen diese gegen die Compact Flash Karte, welche mit FAT eingerichtet ist. Wir erinnern uns, diese Compact Flash Karte heißt ACA500, so wurde sie uns vorhin angezeigt auf Windows und das Ergebnis liegt auf der Hand, wie beim doppelseitig benutzbaren Klopapier. Da haben wir es, ACA500. Der Amiga hat Zugriff auf die Karte. Ja gut, ob jetzt hier meine Spielebeispiele dem Amiga 4000 in Sachen Leistungsangebot gerecht werden, das glaube ich nun eher nicht. Aber als Demonstration schmeiße ich hier mal geschwind WHD-Load auf die Platte. Und starte mal irgendein Spielchen. Ja gut, ausgerechnet dieses. Es hätte natürlich auch ein AGA-Spiel sein können, aber durch das, dass diese Karte ursprünglich im Amiga 500 im Einsatz war, also einem OCS-ECS Amiga, habe ich hier keine AGA-Spiele drauf. Funktionscheck. Und damit hat der Kandidat 100 Punkte. Unser Amiga 4000 ist nun in der Lage, FAT-formatierte Datenträger lesen und selbstverständlich auch schreiben zu können. Abschließend hierzu noch eine kleine Warnung, denn es kann nun durchaus dazu verleiten, dass man auf die Idee kommt, seine Amiga-Dateien unter Windows, etwa mit dem dortigen Windows Explorer, verwalten zu wollen. Guter Rat, macht das lieber nicht. Es sei denn, ihr steht auf diese lustigen Programmfehler, warten auf Ende der Disk-Aktivität und dann mit den tollen Auswahlmöglichkeiten warten oder neu starten. Das kann immer dann passieren, wenn Windows den Schutzbits der Amiga-Dateien seinen eigenen Willen aufzwingt. Die passen nicht so ganz hundertprozentig zueinander und dann kann es zu diesen ulkigen Programmfehlern kommen. Haltet also am besten eure Amiga-Dateien im gepackten Zustand vor, dann sind sie gegen Windows-Einflüsse weitestgehend geschützt und entpackt sie erst an Ort und Stelle auf eurem Amiga. Bevor ich jetzt in die bereits in der letzten Folge angekündigte Umbauzwangsphase bis etwa Anfang März 2015 gehen werde, möchte ich noch Folgendes loswerden. Das, was ich hier zeige, sind alles mögliche Vorschläge, wie man etwas machen kann. Diese Vorschläge publiziere ich mit dem Anspruch, dass sie bei jedem funktionieren sollen. Es bleiben aber Vorschläge. Wenn ihr also bessere Lösungen für bestimmte Problemstellungen habt, dann nehmt um Gottes Willen doch diese. Nur weil ich meine Bastelaktion mittels Video publiziere, haben sie mir noch lange nicht die Weisheit mit der Mistgabel eingedroschen. Ich neige gerne mal dazu, Dinge verquer und alternativ anzugehen, auch wenn mir selbst für gewöhnlich der einfachste Weg als der beste erscheint. Natürlich kann man die OS39 Installation beispielsweise auch einfach direkt auf der Compact Flash Karte installieren und eben diese dann als interne Festplatte benutzen wie im Amiga 1200, warum auch nicht. Es ist wie immer, viele Wege führen zum Ziel, man muss sich nur für einen Weg entscheiden, der einem selbst als der geeignetste erscheint. Wenn ihr es dann ganz richtig machen wollt, dann teilt ihr eure Lösungsvorschläge oder Ansätze mit der Community, damit jeder etwas davon hat. Die einschlägigen Foren hierzu sind ja mittlerweile hinreichend bekannt.
Zum Schluss lehne ich mich mal etwas aus dem Fenster und bedanke mich für die zum jetzigen Zeitpunkt fast 500 Abonnenten. Es fehlen ja noch genau 2. Ich habe die stille Hoffnung, dass die noch kommen werden in diesem Jahr. Und da ich gerade beim aktuellen Zeitpunkt bin, wenn ihr dieses Video noch vor Weihnachten 2014 seht, dann wünsche ich euch allen frohe und besinnliche Feiertage zusammen mit euren Lieben. Ich will nicht gefühlsduselig erscheinen, aber denkt bitte daran, dass wir es auf unserem saulangweiligen Kontinent verdammt gut haben. Wir könnten uns aussuchen, was wir essen möchten, und wir haben den Luxus zu sagen, dass uns etwas nicht schmeckt. Wir können unserem Alltag nachgehen mit der ruhigen Gewissheit, dass unser Zuhause in der Zwischenzeit nicht von einer Rakete weggeputzt worden ist. Naja, gut, okay, mit der Schnüffelei der Geheimdienste haben wir uns ja mittlerweile arrangiert. Alles in allem geht es uns so gut, dass wir unserem, und mit der Aussage mache ich mir bestimmt echte Freunde in der Community, sinnlosen, aber doch ach so schönen Hobby nachgehen können. Frohe Weihnachten euch allen und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015 wünscht euch euer Mick. Und wenn du dieses Video irgendwann im Hochsommer im Zug zwischen Frankfurt und Köln siehst, dann gilt für dich Adele, ciao und bye bye.